Just close your eyes and let them rest. I know it's hard to fall asleep, but do your best. 'Cause there's a place that I go to when I wanna hide from all the shades of blue. 'Cause at times I think of leaving, my mind takes me back to fall. When the snow begins to sing at night to warm. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Stellplatz-Campingplatz-Video mit eurem Duckmobil. Als erstes versuche ich mal, diesmal nicht von der Hängematte zu fallen. Beim Obelink bin ich hier aus dem Ding rausgefallen. Die hat sich einmal überschlagen. Von daher gehe ich lieber auf sicheren Boden, damit ich euch das Video auch oder den Platz zeigen kann, bevor ich hier auf die Nase falle und ausfalle. Wir stehen in Ustka Zabatke auf dem Holiday Resort Slovenic, einem richtigen Kleinod und Geheimtipp. Es ist eigentlich ein Platz, wo Saisoncamper stehen oder feste Camper, die aber jetzt nur in den Sommermonaten hier sind. Als Weiteres steht er dann Zelten zur Verfügung und in dem schönen Fachwerkhaus gibt es mehrere Apartments, die ihr anmieten könnt, wenn ihr in Mischkultur kommt. Ist Platz auf dem Gelände, steht nichts im Wege, mit dem Wohnmobil hereinzufahren. Achtet aber darauf, ob ihr wirklich da hinten um die Kurve fahren müsst, weil wir waren zu blöd. Wir haben jetzt ein Muster. Weil in einer entsprechenden Höhe von ungefähr 2,50 Meter ein dicker Ast rausstand. Genau, jetzt nicht mehr, weil wir konnten gar nicht weiterfahren. Die Betreiberin kam direkt mit der Astschere und hat dem Ast den Gar ausgemacht. Wichtig ist für euch zu wissen, dass dieses Kleinod keine Chemietoiletten und Grauwasserentsorgung hat. Man könnte das Grauwasser in die Toilette schütten mit Eimern, aber ansonsten Wasser und Strom ist da. Es ist aber ein wahres Kleinod und wir stehen schon den zweiten Tag hier und es ist wirklich super. Gestern hatten wir viel Regen, wir haben eigentlich nur rausgeguckt und diese Blumenvielfalt und diese unzähligen Sitzmöglichkeiten und ja, wie soll ich sagen, diese liebevollen Details genossen. Ihr kommt aus der Richtung Ustka angefahren, genau aus der Richtung. Dies ist auch der R10, der Küstenradwanderweg entlang der polnischen Ostseeküste. Und vorne durch den Wald geht noch der Fahrradweg von Ustka nach Rovi, dem ihr auch folgen könnt. Wenn ihr der kleinen Straße folgt, seid ihr in einem Kilometer am Kliff, an der Steilküste und an einem wunderschönen, fast menschenleeren Strand. Im Wald selber gibt es unzählige Wanderwege und in einem guten halben Kilometer seid ihr an der Widmer Orchewotschka, wo ihr über Holzstege durch eine riesige Dünenlandschaft gehen könnt, umgeben von einem schönen Wischwald mit dem Moos- und Efeu-bedeckten Waldboden. Es ist wirklich wunderschön zum Laufen, es ist hier ultra ruhig und in der Stadt seid ihr in 10 Minuten? Ja, maximal. Mit dem Fahrrad jetzt. Ansonsten natürlich auch mit dem Bus. Drüben haben wir noch einen Picknickplatz, von wo aus ihr auch dann loslegen könnt. Und die Straße ist jetzt gerade nur so befahren, weil es hier noch weiter zu einem Campingplatz geht. Und gerade Feierabend ist. Ihr seht hier oben das Schild. Wenn ihr das seht, seht ihr auch schon das schöne Fachwerkhaus und dann seid ihr schon da. Das Tor wird abends geschlossen und der Bereich ist komplett videoüberwacht. Haltet an, haltet Ausschau nach der Betreiberin, die hier vorne in dem Mobile Home ihre Büro hat.
Und ansonsten ist sie hier irgendwo auf dem Gelände zu finden. Eine hübsche, junge, blonde Dame, dann seid ihr richtig, wenn ihr auf sie trefft. Sie ist super freundlich. Es läuft alles mit Google Translate. Ein bisschen Deutsch kann sie auch. Wir hatten gestern, wie gesagt, das Astproblem, weil ich mit ihr gequatscht habe und Alfred nicht gehört hat oder ich ihm nicht richtig gesagt habe, dass er da hinten nicht durchfahren soll. Sie war sofort da und hat geholfen. Wir haben hier vorne im Eingangsbereich auch schon direkt die Müllentsorgung. Es wird getrennt. Der Container für Restmüll, Kunststoffe in die gelbe und die kleine grüne ist für Glas. Und Alfred filmt jetzt einfach mal, denke ich mal, auf dem Weg nach hinten die ganzen schönen Arrangements, die hier gartentechnisch stehen. Unter den Apartments, nebenan sind noch Ferienwohnungen, haben wir die eine Dusche, die von allen genutzt werden kann, gegen den Einwurf von Münzgeld. Entsprechend die Menge des Einwurfes ist euer Duschvergnügen. Ich kann euch jetzt nicht sagen, ich glaube 5 Slots, die sind 4 Minuten, aber ich weiß es nicht genau. Ich habe sie nicht ausprobiert, kommt noch. Hunde sind hier auf dem Gelände erlaubt, sollten an der Leine geführt werden und der ganze Garten dient natürlich nicht als Gassi-Runde. Da müsst ihr schon, wenn eure Hunde ihr Geschäft erledigen müssen, einmal auf die andere Straßenseite gehen. Die Stellplatzgebühren, die wir hier entrichtet haben, beziehen sich nur aufs Wohnmobil. Ich habe bei Google Maps andere Preise gelesen, aber das waren Zelturlauber. Wir haben für die Nacht 100 Zloty bezahlt. Da ist die Frischwasserversorgung, die Nutzung des WCs und die Entsorgung des Hausmülls enthalten. Sind umgerechnet 100 Zloty, 25 Euro. 25 Euro. Da haben wir schon schlechter zum gleichen Preis gestanden. Dann haben wir hier vorne einmal die Toilette für die Herren, die Toiletten für die Samen. Immer alles picosero sauber, alles da, was man braucht und benötigt. Und es wird mehrfach täglich gereinigt und inspiziert. Das ist ganz praktisch. Betreiber sind ja hier vor Ort auf dem Platz. Daneben haben wir aber auch schon direkt die Frischwasserversorgung, wo ihr dann entsprechend euer Wasser zapfen könnt oder den Schlauch anschließen. Wenn ich das so richtig mitbekommen habe, leben die Eltern des Betreiberpaares wohl hier noch mit im Haus. Aber hier vorne haben wir dann auch schöne Sitzgruppen wieder, die auch als mit einem Sonnensegel in Schattenspenden zugezogen werden können. Abends gibt es hier überall versteckte Lämpchen oder auch die, die man sehen kann. Und der Platz ist auch wunderbar beleuchtet. Also das war gestern Abend richtig idyllisch durch die Regentropfen zu beobachten. Immer wieder findet ihr hier Grillmöglichkeiten in gemauerter Form, so wie da vorne an der Sitzgruppe. Und hier einen großzügig angelegten Kleinkinderbereich. Das kleine Kind wäre fast über die Wippe gefallen mit der Kamera da hinten. Und Trampolin, Sandspielzeug. Schneidet er eh wieder raus. Immer wenn ich was sage. Und so wie das aussieht, könnt ihr hier auch noch Fahrräder leihen. Wenn ihr mit dem Zelt oder einem Kastenwagen hier seid, ist es überhaupt kein Problem, hier in den Bereich hineinzufahren. Auch hier der große Schwenkgrill, wieder mit der rustikalen Picknickgruppe. Hier können Zelte bzw. wenn die Wohnwagen nicht benutzt werden, auch Wohnmobile vorstehen. Und wir haben hier auch das überdachte Zelt, wo ihr trocken sitzen könnt, auch wenn ihr mit mehreren unterwegs seid. Echt eine coole Location, um eben gemütliche Abende gemeinsam mit euren Freunden zu verbringen. Und Kickerturniere könnt ihr da auch machen. Ja, und überall, das habe ich gar nicht gesehen, und überall diese wunderschönen Bauernblumen. Ich liebe sie. Ich stehe auf der falschen Seite.
Moment. Der kommt da nicht dran und der auch nicht. Kannst du dir heute Abend noch mal angucken, wie das geht? Nee, lass mal. Der ist schief. Der tut das nicht. Der ist kaputt. Musste ich jetzt so sagen, weil ich kann das nämlich nicht. Und ich mag das auch nicht. Ich will mich da nicht blamieren. Im hinteren Bereich habt ihr dann eine großzügige Zelt- und Wohnmobilwiese. Wie gesagt, normalerweise über den geschotterten Weg kommt ihr gut hierher. Wie gesagt, der Baum war nur im Weg bei uns. Und hier könnt ihr auch völlig ruhig mit super Aussicht stehen. Berücksichtigt aber, dass ihr bitte keine Blumen pflückt oder Himbeeren nascht oder Eier nehmt. Das ist dem Betreiber vorgesehen und zum eigenen Verzehr. Der saß heute Morgen auch schon da oben, unser Gockel. Da haben wir nämlich ein paar Hühner. Aber der kickerikiet gar nicht. Also man hört sie am Zu noch mal ein bisschen schnattern, gackern. Schnattern tue ich. Und der macht nichts kickeriki um 4. Sonst wäre der nämlich heute Abend auf dem Grill. Grillen dürft ihr hier. Und hier vorne haben wir auch wieder einen gemauerten Grill. Und da vorne haben wir noch einen weiteren überdachten Pavillon. Noch weitere Kinderspielbereiche, schöne Hängematten, in die ich mich jetzt nicht setze, nach schmerzhaften Erfahrungen beim Obeling. Und mein Highlight ist Pityup. Der ist fast genauso groß wie du. Bläh, bläh. Ich bin größer als Pityup. Nur noch breiter. Scheiße. Das nette Kerlchen lädt eure Kiddies ein, in der Spielhütte sich auszutoben oder hier vorne vielleicht ein Picknick zu machen. Im Sommer kann die Wiese ebenfalls zum Campen genutzt werden. Haben wir gerade mit Google Translate mal eben hingekriegt. Das funktioniert wirklich gut und die beiden sind super lieb und herzlich, also immer hilfsbereit, überhaupt kein Thema. Jetzt zeigen wir noch kurz, wo wir stehen. Es gibt auch Stromanschlüsse, da müssten wir aber jetzt noch mal gucken, weil wir gar nicht angeschlossen sind. Und ich schaue, wie ihr das so kennt, auf meinen Zettel. Von Juni bis September geöffnet. Und alles andere habe ich euch gesagt. Unser neues Muster. Genau. Der Durchgang war gestern noch ein bisschen enger an der Seite. Der Ast ist jetzt weg. Also das sieht echt nicht so aus, aber es täuscht total. Ja, der Ast war das. Beziehungsweise da oben die Ausläufer. Bevor ihr euch in Uska, in die Stadt auf dem Campingplatz stellt, Uska ist echt sehenswert, oder hinten am Ende der Welt euch in den Wald, in einem dunklen, schattigen Wald zwischen die Bäume stellt, weil da ist nichts, der Campingplatz gefällt mir persönlich nicht so, ist auch recht veraltet, steht ihr hier außerhalb der Saison, in der Saison wird es mit Sicherheit voll sein, sei denn ihr seid mit Zelten unterwegs oder ihr könnt autark stehen, hinten auf der Wiese steht ihr mit Sicherheit um Welten besser. Das war so richtig, auch trotz des Schrecks da mit dem Baum und der Blessuren, Beulen, Kratzer, Verschönerungselemente auf der Seite, ein Platz, an dem wir runtergekommen sind. Das Wetter gestern war ja furchtbar bis heute Mittag und das entschleunigt. Wir haben uns hier sehr wohl gefühlt. Eine Entsorgung oder auch die Möglichkeit zu spülen, wo man dann Grauwasser entsorgen könnte, wäre jetzt noch wünschenswert. Chemie, Toilettenentleerung, irgendwie sowas. Ich weiß nicht, wie die Wohnwagen das machen, ob die alle das ins Waschbecken kippen. Ich weiß es nicht.
Aber ich sag mal, für eine Nacht, wo du nichts entsorgen musst und nutzt hier die sanitären Einrichtungen, super. Auf jeden Fall, der Garten ist lobenswert. An der Stelle sagen wir wieder danke fürs Zuschauen. Es wird noch ein Stellplatzvideo, denke ich, aus Polen geben oder zwei. Ein Ziel haben wir definitiv noch, bis wir uns auf den Rückweg machen müssen. Und ob wir da noch einen Stopp in Polen machen oder wieder in Deutschland, schauen wir mal. Wenn euch das hier gefällt, denkt an das Abo, an das Like und über den Kommentar freue ich mich besonders. Macht's gut. Ciao. Ciao.